So, liebe Leute, ja, wir kommen ein bisschen vorwärts, wir kriegen ein bisschen Spielereien. Wir haben jetzt einen günstig gekriegt, aber wir brauchen ein bisschen im Bereich Verteidigung noch was. René Vollert war unser Keeper, ne? Ja. Also, dann haben wir nur einen Keeper. Ich denke mal, ich werde ihn behalten. Hier kann ich ablehnen und künftige untersagen. Das ist gut. Also, ich behalte ihn mal, unseren zweiten Keeper. Weil wir haben jetzt gerade keinen. Deswegen. Und auch ihn behalte ich. Da will ich jetzt kein Geld investieren. Er ist 31, der kann noch ein Jahr bei uns spielen. So. Ist jetzt auch durch. De facto haben wir es jetzt. Aber wir haben noch ein bisschen Geld. Wir haben noch ein bisschen Geld, das ich ganz gerne... Zwar haben wir nicht die Spieler losgekriegt, die ich noch ganz gerne loshaben würde. Aber wir gucken mal. Da haben wir schon den ersten wieder drin. Hier linker Flügel, Ndongala. Den hat er uns schon mal gezeigt. Globales Netzwerk. Der hat einen Spieler und der sucht noch, habe ich recht? Ja. Scout managen. Nee, der kann ruhig suchen. So. Aufträge passt ja auch. Alles klar. So, was haben wir denn noch an Geld? Wo steht denn das? Zentrale war das? Ne, das war Büro, ne? Wo man das so ein bisschen... Ne, Transfers. Hier sehen wir es. Finanzen. Wir können das noch ein bisschen verschieben. Ich würde sagen, ja, wir verschieben das. Da haben wir ein neues Gehaltsbudget. Können wir mal auf 13 packen. Oh, ich würde ganz gerne noch... Wenn wir aufsteigen wollen, brauchen wir noch einen Knaller. Dann gucken wir doch mal auf der... Spieler verkaufen. Wir suchen mal Spieler. Spieler suchen. Ja, noch ein Knaller. Ich würde bald sagen Angreifer, ne? Ein Stürmer, ein richtig kracher Stürmer. 17 bis 36 Transferstatus auf der Transferliste. So. Haha. Okay, Verhandlungsstand keine. Alex Nimili. 700.000. Ich weiß nicht. Kannst du... Gibt es hier auch überhaupt deutsche Nationalität? Gibt es überhaupt nicht, ne? Habe ich schon mal gesucht, oder? Doch. Da kennt man sich ein bisschen besser aus. Kuxke, Hertling. Dagfu. Kutschke von Wolfsburg. 25. Stefan Lex von Greuther Fürth. Der sieht ja auch komisch aus. Komische Augenbrauen, ne? Was ist denn mit ihm hier? 500.000. Wäre das einer? Wird das passen? Dafu? Ah, oh, nee. Ah, Hoffenheim. Ach, 30 ist dann auch schon, da habe ich ja nichts mehr von. Nebihi. 140.000. Alter 25, aber bringt er uns weiter, ne? Sprungkraft, Stärke, Stellungsspiel ist dann auch recht mager, 65. Wie war das hier mit dem Lex? Der ist ein bisschen mehr wert. 140, nee, hier, Kutschke. Guck mal, das ist alles gut bis 70 rein und 89 sogar Stärke. Schusskraft auch ordentlich, Sprinttempo, Abschluss. Abschluss ist gut. Was ist der Wert? 500.000, Gehalt 7.000. Gibt es auch ein paar andere Angreifer auf Transferliste zu verleihen? Boah, komm, wir suchen mal so. Wir haben ja... Ah, Waldschmidt, Mlapper, Kevin Mlapper, Scheidhauer, Dutschk. Hat er den gemeint? Hat er den gemeint, den Marvin? Dutsch. Den hat er gemeint, ne? Beim letzten Mal habe ich ja geguckt. Kontaktieren für Laie. Dutsch. 5% ganze Saison. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Höhner haben wir da noch. Weihrauch. Patrick Weihrauch. Ah, von den Bayern. Na, danke, Jack. Kleindienst. Tim Kleindienst. Ja, vielleicht klappt das ja mit... Ja, nur geliehene Spieler ist auch immer schwierig, ne? Das ist natürlich, dann im nächsten Jahr hast du wieder nix. Rolle Innenverteidiger. Mal ein bisschen älter. 20 bis... 27... Auftrans 26. Ja, so weißt du auch nie genau, wie sind die drauf. Will man noch ein bisschen... Benedikt Röcker? Röcker? Da mache ich ja gar nichts falsch. 250.000. Kontaktieren für Kauf. 250.000 ist er wert.
Ist auf der Leihliste. Wir wissen ein wenig über ihn. Sie können ihn auch genauer betrachten. Leihliste. Kaufen. Ich will ihn kaufen. $250 habe ich da gesehen. Ich biete mal 290. 95. Okay, gucken wir mal. So, da steht Wert 250.000. Gucken wir mal, ob die mit uns im Gespräch bleiben. Wenn die Drücker, da machst du nichts verkehrt als Zweitligist, wenn du so einen Spieler ran. Dann aus Stuttgart, dann hat das nicht weit nach Karlsruhe. Kann sogar da wohnen bleiben vielleicht. Nee, wahrscheinlich nicht. So, Stückchen weiter. Okay, zwei Spieler. Duksch. Hätten wir den auch gefunden. Oh, super. Haben sie angenommen. Ja, alles klar. Angebot annehmen. Dann haben wir da noch einen Spieler aus. Wir haben mal zwei Spieler ausgeliehen. Das ist in Ordnung. Das ist echt in Ordnung. Transferangebot. Must. Sehr gut. Kriegen wir den auch noch weg. Er ist 425 wert und die bieten 100.000 weniger. Also da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Vielleicht, ich probiere es mal mit 300. Er ist erst 22. Wenn ich behalte ich ihn auch. Also hier kann ich ihn dann vielleicht nächstes Jahr noch teurer verkaufen. Ne? Form schlecht, klar. So, 305. Oh, das ist ein bisschen wenig, oder? Wenn er so viel wert ist. Er ist 425 wert. Ich fordere jetzt einfach mal 420. Dann komme ich ihm ja ein bisschen entgegen. Was man da verlangen kann. Angebot senden. Hui, das hätte ich nie gedacht, dass es doch so lange dauert, hier die Vorbereitung. Oh, wir haben ein Testspiel, alles klar. Wir haben ein Angebot akzeptiert. Hey! Vertragsangebot, so. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir... 3, 4, wir haben ja nicht mehr verbleibendes Gehaltsbudget. Ich biete mal 4. Oder was will er denn? Er will, ach, er fordert 3. Na, dann können wir auch 3 machen. Machen wir 3,1, dann kommen wir ihm ein bisschen entgegen. Dann freut er sich. Länge 3 Jahre will er auch haben. Rolle im Kader. Wichtiger Stammspieler. Angebot absenden. Benedikt Röcker, da mache ich doch nichts verkehrt. Da muss ich aber jetzt nochmal ein bisschen das Budget und so angleichen. Mannschaft, Transfers, da haben wir es. Ja, da müssen wir ein bisschen... Gehaltsbudget. Alles klar. Sehr gut. Dann mal weiter. Was passiert? Transferangebot. Na? Oh, die akzeptieren! Alter, die haben 320 geboten und akzeptieren sofort das 100.000 mehr. Der hätte vielleicht sogar noch mehr verlangen können, ne? Ist ja spannend. Das ist ja der Hammer. So. Wer haben wir denn da? Ist da Neymar? Ah jo, Bayern will Offensivabteilung verstärken mit Neymar. Okay. So viel dazu. Dann haben wir jetzt auch... Das Schöne ist, wir haben jetzt Duksch hier mit einer 66. Für Mikanski. Park ist noch draußen. Meffert ist draußen. Ja, das sind unsere Alternativspieler. Wenn wir sie nicht verkauft kriegen, können sie ja draußen rumlaufen. Jetzt hier gerade Marton und Park mal genommen. Aber Duksch ist jetzt schon klasse, da freue ich mich schon drüber. Eine 66 hat er, dann kann ich den für den Nazarov ausstellen. Ja, wenn wir den ausgeliehen haben, dann müssen wir ihn auch nutzen, ne? Ist ja klar. Dann haben wir Kempe, Vollert, der Torwart, Mast, Farnhagen. Mast geht auch weg. Ein GE hätten wir dann noch. Also langsam kommen wir doch hier ein Stückchen der ganzen Sache näher. Ayan bin ich sehr zufrieden. Einen Innenverteidiger müssen wir dann nochmal suchen, aber wir haben jetzt mal ein Testspiel. Das schauen wir uns mal gemütlich an. Da kommen nochmal Angebote rein, wie es aussieht. Ja, kann ich sie was fragen? Okay, aktuell ist aus Deutschland. Dann zeig mal her, was hast du denn da? Ja, Stürmer brauchen wir jetzt keinen mehr. Müssen wir gleich mal wieder ändern hier die Geschichte. Ja, Stürmer ist für uns jetzt leider gegessen mit der Verpflichtung von Duksch. Aktuell ist aus Frankreich. Stürmer, 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 alles, die haben jetzt nur noch Stürmer. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Ah ja, okay. Schön, dass du das hoffst, Marton. Da muss man ein bisschen ins Training reinhängen. Dann können wir da nochmal drüber reden. Transfers, wir müssen das ändern, die Geschichte. Angreifer, die beiden, globales Netzwerk. Die Aufträge müssen wir ändern. Jetzt gucken wir mal defensiv. Und, oh, da muss ich zurück.
Und dann muss ich hier rein. So, Auftrag bearbeiten. Und jetzt wird das alles hier nach hinten gezogen. Ja, zentrale Innenverteidiger, Innenverteidiger, Torwart. Ja, wir müssen rechter Verteidiger. Ja, zentrale Innenverteidiger. Alter 22 bis 29. Und dann, ja, Distanzschütze ist Quatsch, temporeich auch. Kopfballspezialist ist interessant. Defensiv orientiert ist gut. Groß. Okay, haben wir's. So. Das gleiche gilt auch hier. Machen wir auch noch fix, wenn ihr nichts dagegen habt. Da gehen wir nochmal in die Defensive. Zentrale Defensive haben wir eigentlich. Zentrale, also zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Stammspieler kann jeder sich, lasse ich mal Stammspielerqualität drin, aber auch wieder defensiv orientiert. Alter 16 bis 25, ja, ist alles in Ordnung. Beibehalten. Scouts. Da gucken wir kurz rein, dann können wir die da rauslöschen. Die helfen uns nicht weiter. Ups. Und das gleiche gilt eigentlich für hier, die Geschichte. Und dann gucken wir mal, was die uns noch bringen. Ansonsten bin ich jetzt schon auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Für die neue Saison. Das sieht ganz ordentlich aus. Zwei Spieler ausgeliehen. Ist nicht schlimm. Jetzt kommt mal das Testspiel. Also, wir sehen uns gleich, Leute, im Testspiel mit der Mannschaft. Gucken nochmal rein. Wir können noch ein bisschen die Aufgaben zusammen tun. Wo haben wir denn Spielerrollen? Genau, das ist wichtig. Kapitän. Wer ist unser Kapitän? Alibas. Die Frage ist, ne, was hat er hier? Muss er gut sein. Kraft, Elfmeter, Spielerrollen. Auch vielleicht Krebs, wäre auch noch vielleicht einer, ne? So, wir gucken wir mal. Knasmüllner rechts. Das sind die Ecken. Alles macht das, macht alles Knasi. Guck mal, der macht bei uns alles. Alle Ecken. Und das, ja, machen wir auch mit Hennings. So. So schnell kann es gehen, Leute. Also, dann gehen wir mal rein gegen AZ Alkmaar, das erste Testspiel. Ich freue mich drauf. Mal gucken, wie die neue Mannschaft so, wie wir mit der zurechtkommen. Bis gleich.